Moin Leute, Travis hier. Wir reagieren auf ein Video, wo Marc Eggers drin ist. Blind Dates, das müssen wir uns natürlich reinziehen. Selbstverständlich. Soll sehr unangenehme Momente auch drin gewesen sein. Schauen wir an. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hatten was. Und sie ist so am Lachen. Irgendwas ist da im Busch, ne? Ja, sie kennt dich. Ihr hattet auf jeden Fall schon... Ey, du kannst ehrlich sein. Das ist Marc. Ein guter Freund von mir. Und er... Gentleman! Blinddatet heute 7 Girls gleichzeitig. Hinter diesem weißen Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde muss er eine rauswählen. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben. Denn am Ende bleibt nur eine übrig. Okay, dann stell dich mal vor. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Marc Eggers. Ich bin 36 Jahre alt, komme aus Köln und bin seit über 2 Jahren Single. Oh, das ist so sad. Ja, frag dich mal, warum. Was suchst du in deiner Traumfrau? Eine ehrliche Frau, die meinen Humor versteht, die auch... 36 ist geil, bald 37. ...selber Humor hat. Das ist mir mit das Wichtigste und auch Ziel im Leben wäre nicht verkehrt. Und optisch, ist dir da was wichtig? Ich habe keinen bestimmten Typ. Was wäre für dich so ein absolutes No-Go? Wenn sie einfach kein gutes Herz hat. Wir suchen hier die wahre Liebe. Die absolute. So wurde mir das gesagt. Mein Name ist Marc Eggers, ich bin der neue Bachelor. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und... Ich habe schon oft gesagt, Marc Eggers bei Bachelor wäre... geisteskrank heftig. Der hat zwar keinen super Sixpack, aber dafür war er auch mal McFly. Wirklich. Teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert, denn unter den ersten 1000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir 100 Euro. Also, viel Glück. Das Video ist richtig weird. Das ist super, das brauchen wir. 3, 2, 1. Hey, dich kenne ich doch schon. Hallo. Okay. Was ist dein erster Eindruck? Mama, bist du's einfach. Da ist ja echt einiges dabei. Wie findest du Nummer 1 Schuhe? Ja, kann man nicht viel mit falsch machen. Nummer 1, kannst du mal einen Moonwalk versuchen? Oha, oha, hey. Da gibt es schon den ersten Punkt, nicht schlecht. Nummer 3, kannst du das auch versuchen? Und Kandidat Nummer 2, was hältst du von den Schuhen oder der Strumpfhose? Oh. Hat ja auch Tattoos. Auch die Tattoos natürlich auch. Nummer 1 geht immer, oder? Das ist okay. Das ist dann schon... So läufst du ja privat nicht rum. Da kommst du ja extra für die Show hin, ne? Sehr interessant. Ja, so pinken, rosa, eine Strumpfhose. Auch cool, ja. Was Extravagantes mag ich auch. Okay, aber wir wollen ja nicht oberflächlich. Nein, auf gar keinen Fall. Du hast ja eine Frage. Ja, ich habe eine Frage. Kandidatin Nummer? 7. Ja, ist mal 18, ne? 7. Kandidatin Nummer 7. Wie würden dich deine besten Freunde beschreiben? Ich glaube, ziemlich lustig. Offen, aber nur offen bei... Leuten, die mir wichtig sind, also bin ich ein bisschen introvertiert. Eigentlich ganz funny, I guess. Hallo. Hi. Sag mal Senkfußeinlage. Senkfußeinlage? Ah, jetzt habe ich ihn erkannt, den Dialekt. Woher kommt sie? Aus Spanien. Okay, Kandidatin Nummer 6. Wie würden dich deine Freunde beschreiben? Meine. Ja, Nummer 7 finde ich jetzt von den Schuhen nicht so gut zum Beispiel, oder? Freunde würden mich beschreiben, dass ich mich mit allen Menschen verstehen kann und alle Arten von Menschen verstehe. Oh, everybody's darling. Ich überlege die ganze Zeit, wie mich meine Leute beschreiben würden. Ne? Zum Glück stehe ich nicht hinter der Wand. Das wird für mich nicht gut ausgehen, glaube ich. Ich finde die Frage voll schwer. Wie beschreiben dich deine Freunde? Ich hätte keine Ahnung, wie ich meine Freunde beschreiben. Willst du mich beschreiben? Gut. Kandidatin Nummer 2. Du bist die Nächste. Nerd, Partysau und chaotisch. Partysau. Nerd. Bist du auch? Nö. Nicht mehr? Weiß ich nicht. Doch. Schon. Chaotisch? Auf was bezogen? Eher so unordentlich? Marc ist eine Partysau, kann mir keiner was erzählen. Ordentlich oder wo bist du chaotisch? Überall im Leben. Ui, okay. Ah, ich bin schon sehr strukturiert tatsächlich. Aber das gleicht sich dann ja aus. Meinst du? Ja, das ist so Yin und Yang. Kandidatin Nummer 2, bist du gerne chaotisch? Für dich bin ich auch gern ordentlich. Für dich bin ich gerne unordentlich. Cute. Gut. Da hat sich jemand gefunden. Yes, nee, nicht Kandidatin Nummer 3. Bei den Schuhen bin ich natürlich auch mal sehr gespannt, wie dich denn deine besten Freunde beschreiben würden. Also eine sehr verrückte Retro-Gamerin, die auch mal sehr zulangen kann, wenn es sein muss. Sie kann. Ich bin dafür bekannt, dass ich gerne auf Festivals gehe und mich dort auch mal schlag. Nochmal, du willst mich schlagen? Nee, pass auf, ich stehe jetzt sehr nah dran, aber bitte nicht lostreten jetzt. Das wäre für mich schon raus. Ich werde 3 rauswählen. Die Schuhe mit der Kombination. Wie beschreibe ich deine Freundin? Ich schlag andere. Was ist das denn für eine Antwort? Also nochmal. Ich bin dafür bekannt, dass ich mich gerne mal auf Festivals schlag. Ja, Marc, wie stehst du denn ich so mach direkt allein? Schlagen, weil du Stress hast oder weil du so pokst in der Menge? Oh, nee, eher weil ich meine Freunde beschütze, dass die keiner angrapscht. Oh, okay. Aber, ist aber gut. Werden deine Freunde regelmäßig angegrapscht? Ziemlich. Meine Freundinnen sind ziemlich heiß, ja. Oh. Bist du auch ziemlich heiß?
Ich würde es so behaupten, ja. Aber du hast jetzt kein Aggressionsproblem? Oh nein. Okay, gut. Aber ich bräuchte jetzt keine Frau, die sagt, geht weg, lass die Finger vom Markt. Hä? Und so vielleicht müssen die das machen. Nein. Kandidatin Nummer 4. Mit dir haben wir heute am wenigsten bis jetzt geredet. Hi. Hi. Oh, das war ein sympathisches Hi. Ja, also meine Freunde würden mich wahrscheinlich als sehr offenen, selbstbewussten, lieben, lustigen Menschen schreiben. Süß. Und sie ist dein Fave bis jetzt, oder? Von den Schuhen irgendwie schon, ja. Oh. Ich finde die süß so. Und von der Aussage? Auch, die Stimme hat sich sympathisch angehört. Wie hört sich meine Stimme für euch an? Ja, auch ganz lieb. Guck, die Stimme täuscht. Ich bin grad also. Haben wir irgendeine noch nicht gefragt? Mich. Oh, da, die Moonwalk. Nummer 1, bitte. Hallo. Hallo. Also meine Freunde will mich beschreiben als ziemlich outgoing und sehr sportlich. Finde ich gut. Okay, wir haben alle, oder? Haben wir alle? Hi. Oh, Nummer Entschuldigung, fünf. Entschuldigung, Nummer 5. Hi. Meine Freunde will... Wie kann ich direkt schon 2 vergessen, hä? In der ersten Runde? Über mich sagen, dass ich humorvoll bin, strukturiert und brutal ehrlich. Warum haben alle so doll einen Dialekt aus Bayern oder Österreich oder... Haben wir alle. Da sind wir wieder beim Thema, okay? Also gehst du bei deiner Ehrlichkeit auch über Leichen? Manchmal muss es einfach raus und dann kann ich nicht anders. Boah, ich fühle sie so. Manchmal muss es einfach raus. Ja, lass es ja, raus. Ja, oder Schwaben. Ich kann das nicht so gut unterscheiden. Direkt, das mag ich. Ich habe heute noch drüber nachgedacht im Hotelzimmer, dass du eine sehr ehrliche, direkte Art hast, die einen... Auch tatsächlich. Ja, was macht Marc jetzt? Klettert jetzt die Moderatorin oder was? Verletzen könnte, aber das Schöne ist, es ist ja deine Meinung. Nicht jeder kann immer die Wahrheit ab und dann denke ich mir, ey komm, dann sage ich den du, ich mag dich nicht so gerne, aber ich sage dich du bist echt übertrieben scheiße. Mhm. So. Ich sag ja hier auch kommt's. Nicht, du bist übertrieben scheiße. Egal, anyway, du musst jetzt einen von denen rauswählen. Ach, jetzt muss schon jemand raus? Ja. Wer war für dich die... Das Video ist... In Wien, die kommen alle aus Österreich, achso, okay. Diejenige, die, wo du denkst, das passt gar nicht so gut. Also, sorry schon mal an alle Mädels, wirklich. Es ist so... Das ist so bitter, direkt einen rauszupicken, oder? Du kommst extra dahin und bist bei den Schuhen schon raus. Kurz in der Zeit, bitte nicht persönlich nehmen. Ich würde auch aber ja, dann ich würde die letzte nehmen. Die letzte? Okay, dann Kandidatin Nummer 7, du bist leider raus. Oh, scheiße. Ich wusste, dass das eine Fehlentscheidung war. Hallo, Marc. Freut mich. Freut mich auch. Sorry nochmal. Aber bezaubernd. Nochmal einen Applaus vom ganzen Team. Danke, dass du dabei warst. Die war bei Germany's Next Topmodel. Achso, sie ist als erstes raus. Ja. Ich hätte es bereut. Die war schon hot. Sorry. 10 von 10. Ich schreib dir. Schreib dir auch. Das sind krasse Outfits. Wer springt dir als erstes ins Auge? Also als erstes wirklich, ihr habt euch alle richtig hübsche Outfits angezogen. Das kann ich schon mal sagen. Ja gut, als erstes ist die hier mit den Faustschlägen da übers Perucaville läuft, ne? Aber Nummer 2 ist auch krass. Nummer 3, welche Festivals bevorzugst du so? Hauptsächlich Metal-Festivals. Ja. Nummer 4, Wacken oder Perucaville? Was? Entschuldigung, ich hab's jetzt nicht gehört. Ja, das sind so Festivals. Kenn ich ehrlich gesagt nicht. Nova Rock oder Lollapalooza? Ach so, ja, ich hab keine Ahnung. Könntest du sie ja mitnehmen. Du gehst ja die ganze Zeit auf Events, oder? Ja. Kannst du sie mitnehmen? Ich mag super gerne Festivals, jetzt ohne Spaß. Finde ich gut. Ich würde die nächste Frage stellen. Wie hoch ist dein Bodycount? Findest du das wichtig? Ich habe mir gedacht, heute mal was Außergewöhnliches. Etwas, was man jetzt nicht so oft fragt. Ehrliche Antwort ist mir voll egal. Aha. Sag ich jetzt so, wie es ist. Kandidatin Nummer 1. Mein Bodycount ist 6 und ich bin ziemlich selektiv. Es muss gewisse Standards da sein, wo ich mich wohlfühle, wo die Kommunikation passt. Bei mir ist halt eine Connection mega, mega wichtig. Ich kann ganz schwer Leute einschätzen, die so einen harten Dialekt haben, muss ich sagen. Das ist in Marks Position jetzt echt schwer. Ja, kann ich sehr gut verstehen. Vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Kandidatin Nummer 2, wir gehen jetzt mal komplett einfach die Reihe runter, wenn das okay ist. Und das Ding ist, in der Schule, Mathe war immer meine Schwäche. Ich kann nicht weiter... Aber die haben ja alle, die haben ja alle. ...als 1 zählen, deswegen kann ich es leider nicht sagen. Das ist eine cute Ausrede, das aber... Das wäre auch wirklich meine Antwort tatsächlich gewesen. Das ist so cute. Wie hoch ist er bei dir? Hä? Es geht doch Kandidatin Nummer 3. Nicht so viele, wie du jetzt wahrscheinlich denkst, aber dafür die richtigen. Würdest du sagen, du hast falsche Nummern in deinem Bodycount? Also Sachen, also One-Night-Stands oder so, die du bereust? Ich habe wirklich, wirklich jetzt ne, in meinem Leben tatsächlich nicht so viele One-Night-Stands gehabt.
Ich weiß, das glauben die meisten Leute auch nicht. Das glauben auch die meisten nicht. Ich habe wirklich nicht so viele gehabt. Natürlich hatte ich die schon. Und wenn ich sexuell was bereut habe, war es entweder zu viel Alkohol oder echt One-Night-Stands. Weil da der Vibe nicht so da ist, du kennst die nicht und keine Ahnung. Sehr gute Antwort, Kandidatin Nummer 4. Also mehr als 6, aber weniger als 8. Bestimmt. Mag es, muss man sagen, da ist er immer gut unterwegs. Wenn wir mit Jungs feiern gehen wollen, alle zusammen Party machen, klar wird er auch oft angegraben, aber das spart er sich entweder für später auf, weil er dann einfach feiern möchte. Also der Marc wird schon echt oft auch angebaggert. Keine Ahnung, wir treffen uns um 23 Uhr im Club und um 23.30 Uhr könnte er schon mit einer verschwinden, tut dies aber nicht, weil er geil feiern möchte. Und wenn wir dann um 4 eh alle reinhauen, dann nimmt jemand mit, so, dann ist es okay. Also da gibt es ganz andere Kandidaten. Da bin ich, muss ich sagen, Marc macht das super. Oder er haut direkt, keine Ahnung, trifft jemanden beim Vortrinken um 19 Uhr, ist eine Stunde weg und ist dann aber direkt wieder da, bleibt dann nicht zu Hause zum Beispiel und nutzt das Ganze, um sich nochmal frisch zu machen oder nochmal umzuziehen und sagt, ich habe mich dann umgezogen. Das geht auch. Also ich muss sagen, Marc fährt dann einen sehr guten Ansatz, weil manche sind da zu sehr drauf versteift. Wisst ihr, was ich meine? Sobald da eine Frau im Spiel ist, sagen, ja, scheiß auf meine Jungs, ich hau rein. So, also da muss ich schon Marc große Props aussprechen. Okay, auch eine gute Antwort. Nummer 5, Kandidatin Nummer 5. Ich persönlich finde, der Bodycount sollte komplett egal sein, deswegen, ich möchte deinen nicht wissen und ich verrate dir meinen auch nichts. Scheiß Antwort. Wieso, was ist das denn? Das ist Privatsphäre. 5 raus. Okay, finde ich voll spannend. Was ist dein Bodycount? Was ist Englisch, ne? Bodycount? Ja. Was bedeutet das nochmal? Mit wie vielen verschiedenen Geschlechtspartnern? Was denkst du denn? Was würdest du denken? Komm, ehrlich. Ja, man muss halt auch überlegen, Marc ist fast 40, ne? Und er hatte auch eine wilde Zeit als McFly. Du bist doch so eine ehrliche Person. Ja, also auf jeden Fall über 20. Guck mal, da hinten die Leute hier. 10, 20, was sagt ihr? So, wir sind bei der letzten Kandidatin. Ich bin gespannt. Also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe 11 Partner gehabt. Ja, ich muss sagen, wirklich, diese Ehrlichkeit finde ich eh schon super. Okay, so based auf dieser Frage musst du jetzt eine von den Mädels auswählen. Ja. Optisch gefällt mir die Hose halt nicht, ne? Aber ich fand, die Antwort war jetzt echt... Die Hose von Nummer 6? Ja, so, aber... Gleiche. Ja, gefällt mir nicht. Frech! aber ich... Boah, es ist mega doof, denn ich nimm... Ja, 1. Nummer 1? Ja. Okay. Oh nein! Ich wusste, dass ich eine Fehlentscheidung getroffen habe. Oh. Oh, hallo, Marc. Hallo, Selina. Hallo, Selina. Ja. Du bist sehr süß. Dankeschön. Ja. Also, schön, dass du da warst. Auch, warte mal. Sind da Kontaktlinsen drin? Nein. Nein. Kann man eine Close mal auf die Augen machen? Selina, hier, das ist deine Kamera. Zeig mal deinen schönsten Blick. Ja, ich komme neben dir mit meinem schönsten Blick. Pass auf, Achtung, von unten nach oben kommt er immer. Achtung, achso, und okay. Jetzt hoch und. Selina. Er sagt bei jeder Fehlentscheidung, ja. Es tut mir leid. Ey, schön, dass du dabei warst. Danke. Wenn man deine Hose hoch, der guckt alles raus, sehe ich jetzt gerade. Das ist Fashion, hallo. Ach, das trägt man so? Ja, das trägt man. Ich mach's bei mir jetzt auch. Sieht gut aus. Es geht so. Nee. Ist nicht? Nee, wirklich, danke, sehr sympathisch. Es geht weiter, du darfst jetzt noch eine Frage stellen und danach musst du noch jemanden rauswählen. Oh, okay. Es wird hart. Es wird wirklich hart. Hast du eine gute Frage? Ich habe eine unfassbar gute Frage. Du würdest jetzt 1 Million Euro bekommen. Was würdest du dir als allererstes davon kaufen? Gute Frage. Ist gut, ne? Ist richtig gut. Richtig gut. Sehr. Also, ich glaube, ich würde mir gar nichts kaufen. Ich würde mir so einen Finanzberater holen und dass der das macht, weil ich will nicht irgendwie das Scheiße ausgeben. Das ist aber smart. Gibt es nicht so eine Sache, die du dir sofort kaufen würdest? Nee. Okay, Kandidatin Nummer 4. Was würdest du dir kaufen? Die hat, glaube ich, schon viele. Die sagt, eine Mio, keine Ahnung. Eine Mio zu den anderen legen. Fällt nicht auf. Eine große Wohnung, dann kann ich meine kleine vermieten und viel reisen. Das ist ein weird Flex und die Antwort gefällt mir nicht. Die ist raus. Auch gut, klingt auch wirklich gut. Oh. Ist die kleine Wohnung Eigentum? Meine, ja. Hat sie ja gesagt, deswegen ist das ein weird Flex, direkt da so mit einer Wohnung um die Ecke zu kommen. Eigentumswohnung in Wien ist auf jeden Fall schon gut. Ja, wir machen weiter mit Kandidatin Nummer 3. Ja, also ich würde wahrscheinlich auf jeden Fall sofort in den Urlaub fahren. Wahrscheinlich Klamotten kaufen oder sowas. Wohin in den Urlaub? Irgendwo. Die wäre jetzt schon zweimal raus bei dir. Echt? Ja, die muss raus, die muss raus. Hin, wo es türkises Meer und weißen Sand gibt. Hast du da eine Idee? Ja, Ballermann, Mallorca. Arenal, ne? Direkt. Welchen Klamottenstyle findest du bei Männern gut? Oversize und sowas. Also ja, so Hoodies und
Jogger und sowas. Kandidatin Nummer zwei. Ich würde meiner Großmutter ein neues Haus kaufen, aufhören zu arbeiten und mich Vollzeit um sie kümmern. Puh, bei 1 Million aufhören zu arbeiten, das hält nicht lange. Das soll sich ausgehen, bis meine Großmutter von uns geht und dann kann ich ja wieder arbeiten. Aber das finde ich richtig süß. Das heißt, du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Großmutter. Natürlich. Voll schön. Die Nägel sind aber auch, darf man eigentlich mal ran und gucken? Ja, guckst du dir an. Also diese Nägel. Kannst du mal die Hände so? Deine Nägel? Nee, andersrum. Boah, die sind aber auch. Ja. Findest du lange Nägel gut? Kratzt du gerne? Das kannst du später rausfinden. Mhm. Ich bin im, welchem Hotel bin ich nochmal? Das haben wir gestern. Peitschen auch ein Thema für dich? Darüber können wir später reden. Aber ich bin jetzt nicht der Hund an der Leine später, ne? Da können wir auch drüber reden. Oh, können wir auch drüber reden. Dann muss ich doch meinen Kameramann wieder mitnehmen. Carsten, später doch nochmal vorbeikommen. Okay, super. Sympathische Antwort auf jeden Fall mit der Großmutter. Wir fragen Kandidatin Nummer 1. Instant ein Haus mit Garten und mein Streamingzimmer geil einrichten. Du streamst. Ja. Was machst du so für Livestreams? World of Warcraft. Ah, du bist eine Gamerin. Das ist schon sehr nö. World of Warcraft ist schon, das toppt ja nochmal alles. Ja, ich glaube auch, dass ich den Herrn kenne. Wir kennen uns. Ah. Ja. War ich schon in deinen DMs? Nein. Haben wir uns schon mal getroffen? Nein. Okay. Ich überlege gerade, wer die Streamerin ist. Samantha, bist du's? Ich muss jetzt eine rauswählen. Oh ja, ich... Du kennst sie? Heißt du wirklich so? Anyway, du hast jetzt alle Antworten. Du musst eine von denen rauswählen. Ja, ich wähle die letzte dann raus. Warte, stopp. Nee, ich habe ja gelernt, wenn ich hier was sage, ist direkt, jetzt ist raus. Wir beratschlagen uns. Komm kurz an. Okay. Wir tuscheln. Hm? Ja. Die pinke willst du rauswählen? Nein. Welche? Okay, kurze Beratung. Ja, Mann, es geht hier vielleicht um die Frau fürs Leben. Was würden die Zuschauer jetzt machen? Schreiben es jetzt in die Kommentare, ne? In diesem Moment. Ja, Nummer 4 ist dann raus. Oh. Das war, oh Mann, das war doch gut, ne? Ich hätte mich ins gemachte Nest gesetzt. Die hätte ich schon zweimal rausgepickt. Gesetzt. Ich wurde schlecht beraten, sag ich dir ehrlich. Gar nicht. Oh, scheiße, ich wusste es nicht. Ja. Hallo, Marc. Hallo, Jacqueline. Oder willst du die Umarmung? Hallo. Anna? Wie heißt du? Jacqueline. Genau. Ja. Das passt eigentlich richtig gut. Ja, kann man einmal für die Kamera, möchtest du dich einmal nochmal hinstellen, Jacqueline? Das wäre es gewesen wahrscheinlich, ne? Ja. Ich glaube, ich habe wirklich ein bisschen was verkackt heute. Ja. Okay, wir haben nur noch 4, ziehen uns jetzt zurück. Der Vorhang geht wieder nach oben und dann kommen wir und sehen noch mehr der wunderschönen Mädchen. Ich sehe auf jeden Fall, der Vorhang... Digga, mit was für Outfits kommen die denn da hin, hä? Die hängt ein bisschen schief, weil ich weiß, die Mädels haben requested, dass sie ihre Brüste zeigen wollen. Carsten, mach die Augen zu. Bist du bereit? Ich bin extrem bereit, ja. Okay, 3, 2, 1. Wenn du schon so grinst, ist schon... Jetzt guck. Was ist dein erster Eindruck? Ja, jetzt bin ich überfordert. Ich muss sagen, diese Schnüre da hinten, das ist wirklich in diesem so ein Kletterpark. Oh, die machen eben hier gerade. Hat man das gesehen? Ja. Also diese Knoten. Wie Marc die Moderation übernimmt, stimmt. Du kommst halt nicht so schnell ran. Das sagst du. Will schon eine freiwillig gehen eigentlich? Hier, Kandidatin 1. Wahnsinn, du bist Streamerin, ne? Also. Ja. Mhm. Und du kennst sie vielleicht, meintest du? Nee. Nee? Glaub nicht. Okay. Weibliche Streamerin, da gucke ich ja nicht. Vor allem World of Warcraft. Ich kenne nicht einen World of Warcraft Streamer oder Streamerin. Außer Unge. Guck ja nur die Jungs immer an. Sehr treu. Ja. Kandidatin Nummer 2. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber natürlich, es hat sich bestätigt, die Schuhe. Das kurze Schwarze geht natürlich immer. Würde ich persönlich auch selber tragen. Nein. Aber ich finde Kandidaten Nummer 3. Was war das? Sorry, ich wollte eine Annäherung machen. Ja, okay. Ja, dann gib die Hand. Dann machen wir das. Dann machen wir mit Hand. Okay, wenn meine Freundin das sieht. Ja, hallo. Komm, mach Huckepack. Nein. Komm rauf. Zusammen. Also, du wolltest was sagen zu Kandidaten. Sorry, dass wir hier so rumalbern. Okay. Was ist mit diesem Vorhang? Umhang bei Kandidatin Nummer 4? Oh, das ist ein Kimono. Was ist jetzt? Kimono? Ja. Trägt man ich kann es auch gerne zumachen. Ist dir das lieber? Fühlst du dich dann wohler? Boah, sie ist richtig auf Konfrontation. Sie ist so... Soll ich jetzt was sagen? Nö, oh ja, bitte. Gerne. Ist eine starke Frau. Was heißt super. Das? Toll. Ich nehme den Spruch zurück. Genau. Ich nehme alle Sprüche zurück, die ich heute gesagt habe. Ich verstumme für den ganzen Abend. Die sucht Stress in einer Dating-Show. Ja, die muss... Ich würde sie rauspacken. Ich verlasse den Raum.
Was ist? Wir wollen jetzt nicht nur die ganze Zeit über die Outfits reden, sondern wir wollen auch Fragen stellen, weil wir die Damen ja auch kennenlernen wollen. Ja. Kandidatin Nummer 1, die Streamerin, wo jetzt alle die Subbomben platzen lassen. Wie wichtig ist dir denn tatsächlich Sex in der Beziehung? Sie lacht gerade. Warte mal, wir hatten jetzt noch nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hatten was und sie lacht mich gerade aus, weil das war so diese 10-Sekunden-Nummer. Hä, das nicht, aber ich habe schon viel von dir gehört. Oh, was hast du denn gehört? Nee, Kandidatin. Doch. Hä, doch, ich wollte gerade weiterzählen. Was hast du denn von Marc gehört? Ich? Ja. Puh, wo soll ich da anfangen, Marc? Ja, hau doch mal raus. Erzähl mal ein bisschen Tschüss. Weißt du? Erzähl doch mal. Wie war er in der Kölner Szene so unterwegs? Oh, fleißig, habe ich gehört. Hab ich mir aber auch ich meine, ich habe nur gehört. Das also ich ist weiß. Aber mein Leute Gott, bei jedem Gerücht ist ja auch immer was Wahres dabei, ne? Stimmt, stimmt. Was so, ist denn dafür? Wir machen weiter, kommst du wieder auf deinen Platz? Wie wichtig ist dir denn Sex in der Beziehung? Genau, das gibt es im Aftermovie dann. Wie wichtig ist es dir denn? Spielt schon eine große Rolle in der Beziehung. Ach, spielt eine große Rolle. Ja. Mhm. Wenn das Sex gut ist, dann ist die Beziehung gut. Sonst. Ja, sie ist so am Lachen. Irgendwas ist da im Busch, ne? Ja, sie kennt dich. Ihr hattet auf jeden Fall schon was. Nein, jetzt lass uns ja, kurz. Ja, auf jeden jetzt, Fall. Ey, du kannst ehrlich sein. Warte, ich muss kurz nachdenken. Gamescom? Scheiße. Kennst du jemanden, der schon mal was mit Marc hatte? Ja. I knew it. Und wie war's? Ja, kann man ruhig mal sagen. Wie war's denn? Mir wurde gesagt, schrecklich. Einfach nein, keine Ahnung, sie hat es mir nicht erzählt. Also das kann ja nicht ich gewesen sein. Hat sie auch gesagt, dass er besonders klein war? Okay. Okay. Kandidatin Nummer 2. Stehst du auf schlechten Sex, dann wäre ich genau der Richtige für dich. Ja, also Sex ist auf jeden Fall wichtig. Wie oft die Woche findest du Sex wichtig? Jeden Tag. Jeden Tag ist eine Aussage, was sagst du? Sie kann auch mehrmals am Tag sein, wenn es sich gut anfühlt. Mhm. Bei dir und deiner Freundin? Naja, jetzt können wir mal drüber reden. Ja, nicht nur mich in die Pfanne hauen. Deine Freundin hat mir auch gesagt, so. Welche Richtung geht das jetzt hier rein, hä? So gut ist es nicht. Jetzt, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Nein, wie oft bei euch? Ja, also kann ich ja, warum? Guck mal, Kandidatin, was ist das denn hier für ein Format? Ich werde hier in die Situation gebracht, jetzt würde ich gerne mal hören. Ich höre dich ganz, ganz schlecht. Ich muss ein bisschen an der Aussprache arbeiten. Kandidatin Nummer 3. Sex ist natürlich sehr wichtig, aber das ist wirklich nicht das A und O in einer Beziehung, aber gehört natürlich sehr dazu. Du traust dich nicht näher zu Kandidatin 4, oder? Trau du dich doch mal näher ran. Ja, gar kein Problem. Ja. So, Kandidatin. Ja, das. Hab sie schon. Grüße an die Freundin, hier ist alles super. Mach dir gar keinen Kopf, wir haben einen schönen Abend. So, Kandidatin Nummer 4, wie wichtig ist es dir denn? Puh, das kommt auf den Partner an. Wenn ich den richtigen Partner habe und mit dem alles richtig gut funktioniert, dann ist der Sex auch einfach Wahnsinn. Ey, bei den Antworten und sich da komplett mit Seilen zu verknoten und sich da hinzustellen, das ist doch raus schon. Das finde ich eine richtig gute erwachsene Antwort. 4 muss raus. Ja, und irgendwie finde ich das Outfit jetzt noch besser. Komm, die ist auch voll auf Konfrontation aus, bei einer Dating-Show. Was super. Von mir? Ja, nee, ich hätte sie nicht rausgeworfen, wenn du es sagst. Die vor allem schlägt sie gerne auf Festivals. Ist das immer noch die, die sich gerne mal mit anderen Frauen schlägt? Die 4. leider. Ah, das habe ich gar nicht gesagt. Oh, ich wusste, dass sie nicht falsch ist. Hallo. Hi, freut mich. Ich wusste, dass der Händedruck genauso ist. Ja, wirklich? Ja. Okay, ich habe mit einem bisschen stärker vorgestellt. Ja, Mensch, also guck mal, ich werde doch hier schon so abrasiert, was soll ich denn noch sagen? Nee, super, cooles Outfit. Danke. Aber das ist ja nicht privat, so läufst du nicht so durch die Wiener Innenstadt. Nein, natürlich nicht. Nee, das ist aber ein Festival-Outfit oder wo kann ich mir dich so vorstellen? Meistens am Donnerstagabend auf Twitch. Ach, du bist auch auf Twitch? Der ist ja nur Streamerin, die sich da promoten wollen, oder was? Holy shit. Was für Workshops? Schieberi-Workshops. Schieberi-Workshops. Was das ist ganze Zeug da mit den Seilen und so, ne? Ah, du erklärst, wie das funktioniert? Genau. Boah, da würde ich ja fast gerne mal einen Workshop bei dir nehmen. Das ist dann circa so, ja, du wirst dann irgendwann unten am Boden liegen, so in Embryo-Haltung, total angebunden und dann ziehe ich dich nach oben. So, da sehe ich dich. Da bin ich dann tatsächlich raus. Ach, so eine Nummer ist das dann. Sowas wird auch auf Twitch gestreamt? Okay. Cool, dass du da warst. Nein. Danke, danke. Vielen Dank. Oh. Nein, oder? Ich fand sie cool. Cool, ja, aber wirklich jeder so, wie er mag. Meins ist es nicht. Ich weiß wirklich, dass ich das nicht gut finde. Grüße gehen raus an Revi. Der wird sich auf jeden Fall freuen. Da könnte ich auch gerne mal connecten. Der ist ja auch auf Stream, auf Twitch unterwegs. Der liebt das. Echt? Angefesselt, hochgezogen, klar. Dürftest du das einfach so exposen? Ja, na klar. Na, na Sebastian, klar. Ne? Schön. Wusste ich auch nicht, haben wir jetzt hier zum ersten Mal erfahren. Bondage, BDSM, ist nur Spaß. Wie sieht's denn bei euch aus, ihr drei Mädels? Werdet ihr auch die, die sich gerne fesseln lassen und dann an der Decke hochziehen lassen? Das Einzige, wovon ich mich fesseln lasse, ist von Computerspielen, sorry. Okay. Okay, nächste Frage. Was? Nur sie hat geantwortet. Keiner gibt eine Antwort darauf, wie unangenehm. Zum Glück haben die das geschnitten. Okay, Kandidatin Nummer 1, Familie, Thema für dich? Nee, ich mag Hunde.
Okay, zwei? Ja. Nee, Viech, Backhunde. Das raus, direkt raus. Das ist auch eine Antwort, die kannst du nicht geben. Da fragt dich ein 37 Jahre alter Mann, wie ist mit Familie? Und sie sagt, nee. Weil dann ist, oder? Wo ist das denn dann die Liebe? Marc ist jetzt fast 40. Da sollte man vielleicht sagen, nee, ich mag Hunde. Ja, auf jeden Fall. Wie viele? Zwei bis vier, I don't know. Möchtest du eine Familie gründen? Ja, auf jeden Fall. Wie viele Kinder willst vier. Du? Vier. Richtig Haus. Guck. Keine Familie, ich will einen Hund, hä? Bus, Fans, ja, Hund, mit diesem Witchback. Ja, klar. Hey, in meinem Alter irgendwann wäre schon mal gut. Familienauto. Guck, in dem Alter. Auto. Ja. Das sehe ich dich. Nicht. Nicht jeder Mensch will Kinder bekommen. Ja, aber Marc will Kinder bekommen. Vier Stück. Dass du das sagst. Okay, ja. Okay, du musst dich jetzt entscheiden. Mit wem möchtest du auf gar keinen Fall eine Familie gründen? Ja, die Nummer eins hat ja schon so viel Schlechtes gehört, das ist ja schon keine Basis mehr. Oder hätte ich eine Möglichkeit, dich noch vom Gegenteil zu überzeugen? Du, kannst du mal... Ich weiß nicht. Ich nehme Kandidat Nummer 1 raus. Hallo. Oh, scheiße, ich wusste, dass ich bei dir... Hallo. Du siehst super aus. Trolli. Wie heißt denn die Freundin? Woher kennt ihr euch? Wir kennen uns nicht. Wir kennen uns, ich kenne dich halt, Twitch. Okay. Wo kommst du her? Von Twitch? Marc hat gefühlt nur zweimal in seinem Leben gestreamt. Österreich. Wenn von YouTube. Und streamst du so? Ist das so ein Streaming-Outfit von dir? Standard, ja. Ja, sieht aber super aus. Das sieht echt gut aus. Also echt auch eine klasse Figur. Danke. Ja, sehr, sehr schön. Papa sagt danke. Schön. Tschüss. Ciao. Wie heißt du auf Twitch? Jetzt ist der Moment für die Werbung. In die Kamera. Khaleesi. Ich mache auch OnlyFans und Patreon. Oh. Darf man das überhaupt auf Twitch bewerben? What the fuck? Da ist dann die Thematik für mich dann wieder interessant, ne? Also OnlyFans, fändest du das schlimm, wenn ihr es macht? Oder sogar gut? Also wenn die richtig Vollgas gibt, sorry auch an alle... Da waren 6 Red Flags am Start. Ich glaube, es wäre mir persönlich ein bisschen zu doll. Weil du an die Zukunft denkst und an deine Kinder? Oder weil du denkst, ah, dann ist der Reiz weg? Oder weil du denkst, es ist der Umgang? Wenn ich mir vorstelle, mein Sohn oder Tochter kommt aus der Schule, keine Ahnung in welcher Klasse, und die sagen, ey, Papa, ich habe... Stimmt, Mama und Papa sagen danke und dann sagt sie, ich mache OnlyFans und Patreon. Ich habe hier von meinen Mitschülern irgendwelche Bilder von Mama gesehen, Videos, wie die da masturbiert. Ich glaube, das wäre mir zu krass. Das wäre mir einfach wirklich zu doll, tatsächlich. Schade. Was ist das, schade? Ihr seid im Finale und bekommt jetzt erstmal einen richtig krassen Finalapplaus. Finale. Das kam besser an beim, ja, überall. Beim großen Kick, beim Dodgeball-Event. Ey, das ist ja wirklich teamtechnisch. Okay, hast du eine finale Frage? Dafür habe ich dich jetzt an meiner Seite für eine richtig gute, spicy, finale Frage. Nach dieser Show geht ihr auf euer erstes Date. Wie sieht das erste Date für dich aus? Wie sieht denn dein erstes Date aus? Ganz Kandidatin Nummer 1. Ich würde auf jeden Fall was Gutes essen gehen wollen. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich bin da sehr unkreativ, ehrlich gesagt. Also ich mag das, wenn da eher der Mann sich so ein bisschen Gedanken drüber macht. Und zurück zu Marc. Wie sieht das erste Date aus? Ich habe mal eine Freundin kennengelernt und unser erstes Date war in Barcelona. Also wir sind, ohne dass wir uns kannten, einfach nach Barcelona geflogen. Es war mega nice und wir sind dann auch zusammengekommen. Kandidatin Nummer 1, könntest du heute noch deinen Koffer packen? Ja, ich war dabei. Damn. Ich war auf jeden Fall dabei. Ich würde ins Planetarium gehen, um Sterne zu schauen. Oh. Raus. Oh, das ist echt. Das ist so süß. Boah, einmal mein Kameramann rankommen. Die anderen Leute hatten immer jemanden an der Seite, der die beraten hat. Carsten. Carsten, das wäre mir ein freundschaftliches Anliegen, mich ganz kurz zu beraten. Dann zeig doch nur. Nö. Du bist jetzt im Bild. Weiß Carsten hinter der Kamera. Riesenapplaus. Carsten! Sag mal, Carsten ist auch so geil. Ich freue mich jedes Mal, wenn Marc dabei ist, weil ich genau weiß, Carsten ist auch dabei und Carsten ist auch super. Ehrlich, nur mal kurz deine Meinung. Ich habe nämlich schon voll eine Entscheidung getroffen. Nee? Ich weiß es auch. Ich weiß genau deine Entscheidung. Ja, dann Kamera auf mich. Ich werde jetzt eine Entscheidung treffen. Also, natürlich, Kandidatin 1 kann man nicht sagen, 10 von 10 optisch. Kandidatin 2 auch sehr schön. Aber mich hat Nummer 2 einfach menschlich mehr abgeholt. Das ist so mein komplett ehrliches Statement. Deshalb entscheide ich mich für die Optik. Kandidatin Nummer 1, nein. Nein, wirklich einfach, weil ich mir auch selber da treu sein will, würde ich, glaube ich, Kandidatin Nummer 2 nehmen. Okay, Kandidatin Nummer 1, komm bitte hervor. Hallo. Hi. Na? Hi, schön, bist du da?
Hallo, Marc. Hi. Scheiße, Mann. Ist halt, ja. Wäre er denn dein Typ? Der Marc, ja, ist schon fesch, aber weiß nicht. Der Marc. Auch einfach besser als der. Der ist schon fesch, aber weiß nicht. Den kenne ich. Der Marc. Kann ich das nochmal machen? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Ja, komm nochmal. Hier kommt Kandidatin Nummer 1, die es leider nicht geworden ist. Zum zweiten Mal. Hi. Hey. Hi. Und, wäre ich so dein Typ? Ja, es geht. Deshalb haben wir es nochmal gemacht für diese Antwort. Wir machen ein drittes Mal noch mit ein bisschen mehr Begeisterung. Und jetzt macht einen Riesenapplaus für Kandidatin Nummer 1. Hi, noch nie. Voll lang her schon. Hallo, wow. Achso, jetzt mit Umarmung kommen. Ja klar, beim dritten Mal. Hallo. Okay, cool, dass du dabei warst. Ja, wir Oh, das war jetzt aber so dreimal, sehr unangenehm. Mach mal Werbung für dich, weil ich glaube, das sind einige Männer draußen, ja, also die wirklich nur aufs Äußere schauen. Nein, Spaß. Achso, ja, Melina Melody auf Instagram. Nächstes Jahr. Okay, da waren ja nur Kandidaten dabei, die sich selber promoten wollen, ne? Bei Germany's Next Topmodel. Für deine Gewinnerin bist du aufgeregt? Ich bin sehr aufgeregt. Bist du froh, dass du sie genommen hast? Das werde ich ja gleich sehen. Nee, die Antworten haben mir gefallen, sie war sympathisch. Mhm. Und ich habe jetzt einfach mal aus dem Bauchhaus entschieden. Perfekt, dann Kandidatin Nummer Finalistin, Gewinnerin, komm gerne hervor. Hallo. Hey. Hä? Hä, warte mal, dich habe ich doch gestern Abend gesehen. Hä? Hey, guck mal, den habe ich vor richtig entschieden. Hallo. Wie geht's? Das hat er dich gestern Abend gesehen. Ich habe mich richtig entschieden. Ich habe wirklich gerade mal gedacht, ich entscheide so, wie ich es einfach mal von der Art finde. Und deine Antworten haben mir am besten gefallen. Und geht ihr jetzt auf ein Date? Wir gehen auf ein Date. Woo. Auch mit diesem Model Walk. Bam, bam, bam. Ach, cute. Das war's. Ja. Marc in der Dating-Show. Bisschen, muss ich erstmal auch verarbeiten, was wir alles gesehen haben. Es hat auf jeden Fall unterhalten. Aber es hinterlässt auch viele Fragezeichen. Ich sag immer noch, ich will Mike Eggers beim Bachelor dabei haben. Das wäre unglaublich fett. Das wäre krass.